Das geheime Papier war nicht nur der Redaktion in Genua bekannt. Auch die Regierung in Rom und die Geheimdienste kannten es. Sie hatten die Erkenntnisse zu Papier gebracht. Jeder weiß, vor allem aber die Regierung weiß es, dass gewalttätige Gruppen aus dem In- und Ausland nach Genua kommen wollten, um dort Randale zu machen. Ein geheimes Dokument des Polizeipräsidiums in Genua, das ich hier zum ersten Mal öffentlich gemacht habe, belegt, dass der Schwarze Block, seit Seattle und Göteborg allen bekannt, die friedlichen Demonstrationen unterwandern wollte, um die Linke mit Gewalttaten zu diskreditieren. Das ist ein wörtliches Zitat aus diesem Geheimdokument, das der Polizei von Genua vorlag. Die Polizei war also nicht so ahnungslos, wie sie sich heute gibt. Ließ sie die Schwarzen gewähren, um die Protestbewegung in Misskredit zu bringen? Beachtete niemand das Geheimpapier, weil die Gewalt von Genua dem Ruf der Regierung Berlusconi nach Recht und Ordnung einen Vorwand liefern sollte? Ein weiterer Beleg dafür könnte dieser Lastwagen sein. Stangen werden aus ihm abgeladen, mit denen später, wie selbst die Polizei sagt, Gewalttaten verübt werden. Über Stunden filmt sie die Aktionen. Doch kein Polizist taucht auf, um das Treiben zu unterbinden. Auch nicht, als die Ersten die Kluft des Schwarzen Blocks anziehen. Auch nicht, als später Mundtücher verteilt werden. Schließlich führt der Lastwagen den Polizeihubschrauber sogar zu jenem Ort, wo die Gewalttäter ihr Schlaflager eingerichtet haben. Es ist ein sogenanntes Sozialzentrum mit Sportstätten, Kindergärten und einer Schule. Ein Teil der Anlage ist Demonstranten der italienischen Gewerkschaft Cobas als Schlaflager überlassen worden. Doch plötzlich tauchte auch der Schwarze Block auf.